Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 2, das zweite Kapitel der The Room-Reihe. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Tutorial abgeschlossen. Ich habe jetzt hier die Grafikeinstellung mal geändert auf meine Monitorgröße, die Maße. Denn das war irgendwie auf niedrig gestellt. Die Helligkeit habe ich ein bisschen höher gestellt, damit ihr auch alles erkennt. Und kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Grafikeinstellung stand hier vor irgendwas mit 1200. Das habe ich halt jetzt auf meine Bildschirmgröße eingestellt. Bildschirmhelligkeit habe ich komplett hell gemacht, damit ihr alles seht. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Kapitel. Wir sind auf einem Piratenschiff. Interessant. Ein Zettel. Hallo, ich würde dich gerne richtig lesen. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf dem Vormast geklettert, bla 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 bla. Und dennoch habe ich das Waffendeck der Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen... Was? Ersatz? Die Männer müssen einsatzbereit sein. Oh Gottes Willen, das ist eine Schrift. Ja. Im Miniboot ist auf jeden Fall erst einmal gar nichts. Gut. Da unten ist nichts. Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Och, diese Steuerung. Ich ziehe die Maus nach links und der schwenkt nach rechts. Das ist... Ja, nicht schön. Hinweis. Der Mastkorb des Modellschiffs ist etwas, hat etwas Merkwürdiges an sich. Meine Güte. Das da. Ja, und? Ich kann da aber nichts machen. Ach, der war das. Okay. Ja, da haben wir einen Schlüssel. Und das hier? Da muss ich irgendwas aufhängen. Okay. So. Na, komm, so. Schlüssel. Oh. Interessant. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Da unten war eine Mini-Schatzkiste. Oben zu, unten zwei offene. Okay, oben zu. So. 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 Hä? Ist doch aber richtig, es ist doch alles oben jetzt. Kann man mit dem hier...
Nee, drehen kann man das nicht. Okay, wir gucken uns den mal von vorne an. Unten offen, oben ist so ein Böppel. Und links und rechts eine Spitze. Kann ich das so? Dann wäre das einmal so. So. Und so. Hä? Hier, das da. Jo, passt. Okay. Was ist das für ein Symbol? Okay. Das. So. Also das ist bis jetzt noch recht einfach, muss ich sagen. Alles offen, okay. Und jetzt? Wow, jetzt muss da irgendwas rein. Da oben ist noch was. Ein kleiner Schlüssel. Und da oben ist auch noch was. Ist das nicht das? Nee, ist es nicht. Nee. Okay. Da ist ein Tagebuch. Oh, nee, nicht schon wieder lesen, ne. Okay, also irgendwo ist noch was. Da ist noch ein Brief. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, bla bla bla. Okay. Pause drücken und lesen, bitte. Ansonsten, hier muss noch irgendwas zu machen sein. Irgendwas müsste man hier doch noch machen können. Oder auch nicht. Hinweis, diese Fassung oben an der Truhe, da passt sicher irgendwas hinein. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Aber was? Was sollte da bitte schön reinpassen? Am Schiff dürfte ja auch nichts mehr sein. Das Objekt, das in die Fassung passt, findet sich bestimmt irgendwo in dieser Truhe. Willst du mich verarschen, ne? Boah, leck mich doch am Hintern. Ja, nee, oder? Nee, wusste ich's doch. Halt. Dreh dich doch mal. Wow. Wow. Zettel. Es bedauert... Was? Es dauert nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftig... Das sieht aus wie ein Z! Warte mal, was stand da? 2 Meilen lang durch heftige Strömungen gen Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. 2 Meilen Westen. Okay, 2 Meilen Norden.
Westen. 3 Meilen Süden. Wollen wir mal gucken. Yay, es war richtig. Kann ich hier... Nee. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen, 4 Meilen Norden. 1, 2... Hallo? Ich kann nichts mehr anklicken, hä? Und Schlüssel kann ich auch nicht reinmachen. Hä? Was ist das für ein Mechanismus unter dem Tagebucheintrag? Er hat offenbar bewegliche Teile. Hä, da habe ich doch die ganze Zeit rumgemerkt. Oh, wow. Ah, okay. Moment. Dann machen wir das halt so. Okay. 1, 2, 3, 4. Und 4 Meilen Norden. 1, 2, 3, 4. 2 Meilen Westen. Start. Okay. Och, nö. Es war mir klar, das glitzert so komisch. was muss ich jetzt machen? Okay, da kommt was. So, ein Stückchen noch. Noch ein Stückchen. Fertig. Und da ändert sich die Karte nochmal. 6 Meilen Süden, 2 Meilen Osten, 1 Meile Norden. 6 Meilen Süden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Meilen nach Osten, 1 Meile nach Norden. Ja, okay. Eine Galionsfigur. Wow. Okay. So. Okay, wir haben das Steuerrad. So. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Wir betätigen das einfach mal. Okay, hier sieht man, da braucht man wieder das Okular.
Bunker einholen? SLRL. Cecil. Sierra. Wäre eigentlich ein schöner Bootsname. Rose heißt sie. Okay. Das war halt offensichtlich, dass dort noch was ist. Rose. So, der kommt da rein. Okay. Da haben wir wieder zwei Zettel. Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einen Felsen auf. Och. Nein, ich will nicht lesen. Ich will Rätsel lösen. AS, das können wir ja noch aus dem ersten Teil. Blablabla, blablabla. Ich bin Entdecker, der Gefangene oder eine Ratte im Labyrinth. Ja. Erstmal seitlich gucken. Gibt's da irgendwas? Nee. Da gibt es nichts. Was ist das? Ein Gewicht gefundene. Okay. Gewicht da drauf? Nein. Ach, hier kommt das Gewicht drauf. Hier. Gewicht dahin. Okay. Eins mit Schniebel nach oben, oder wie? Okay. Hä? Ich verstehe die Systematik hier gerade nicht wirklich. Wow. Lass mich raten, die muss hier unten rein. Das nächste Gewicht. Das ist ein bisschen größer. Das kommt dann hier drauf. Ist schon mal gut, dass sie die Form vorgegeben haben. Okay, Nummer 2. Hier ist noch was. Ja, ich sehe, was das Öffnen verhindert, aber ich würde das halt auch gerne bewegen können. Das kann ich eben nicht. Hä? Das muss darüber, das muss da runter und die zwei müssen noch mal ein bisschen geneigt werden. Aber ansonsten... Hä? Ja. Okay, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.